Servus und hallo zu Martha is Dead. Letzte Folge, wer es nicht gesehen hat, schaut es euch jetzt an, weil, ja. Ne? So, zurück. Fortfahren. Okay, Dunkelkammer. Dunkelkammertasche. Nein, ich will Tasche. Das hat doch gerade geheißen, die Tasche ist da irgendwo. Wurde abgenommen, aber zurückgelassen. Hier ist aber nichts. Hier drin. Der Rekorder. Okay. Na gut. Hören wir uns den Rekorder an. Jetzt werde ich sie aufwecken und sie wird gestehen. Gar keine Frage. Was machst du mit der Waffe deines Vaters? Das ist gefährlich, hör auf! Rede! Erzähl mir jetzt alles! Erzähl mir, was du getan hast! Ist gut, beruhige dich. Ich werde dir alles erzählen. Ich fand diese seltsame Notiz, als ich aufwachte, und ich merkte sofort, dass etwas nicht stimmte. Irgendetwas war mit dir los. Abgesehen von deinen üblichen Macken. Ich wollte nachsehen, aber du warst nicht in deinem Zimmer. Du hattest von dem See gesprochen und ich habe mir Sorgen gemacht. Also habe ich deinen Vater angerufen und wir sind hingefahren, um zu sehen, was los ist. Wir fanden dich in deiner Unterwäsche am Ufer des Sees sitzend. Du hast immer wieder behauptet, es sei nichts passiert. Ich nahm dich in den Arm, um dich zu beruhigen. Aber du hast tagelang nicht mehr gesprochen. Was passiert mit dir? Du solltest mir sagen, was hier los ist. Ich gehe nicht in das Irrenhaus. Ich hätte das nie gewollt, aber ich fürchte, du wirst dir noch mehr schaden. Du hast dich an dem Abend vor dem Klavier wirklich verletzt. Was sollen wir sonst tun? Du hast meine Schwester getötet und jetzt hast du Angst, weil ich es herausgefunden habe. Du denkst dir doch Geschichten aus, oder? Aber dieses Mal falle ich nicht darauf herein. Was willst du damit sagen? Deine Schwester? Bitte, nicht. Mir ging es nicht gut. Ich wusste nicht, was ich sagte. So viele Jahre sind vergangen. Du warst damals noch klein. Ich dachte, diesen Unsinn hätten alle vergessen. Halt den Mund! Sag nichts! Sag einfach gar nichts mehr! Was tust du, meine Tochter? Warum willst du dein Leben ruinieren? Es tut mir leid. Ich war es nicht, der gerade auf Mama geschossen hat. Ich war es nicht. Ich wusste nicht mehr, wer ich war. Alles war zusammengebrochen. Ich hatte Angst vor mir selbst. Mein Gott, das war schrecklich. Ich war immer davon überzeugt, dass ich zu gut für diese Welt sei, aber ich war mein eigener Feind geworden. Ich war die Gefahr. Was hätte ich tun sollen? Ich musste an das Puppentheater in meinem alten Zimmer denken. Vielleicht könnte ich dort etwas zu mir selbst finden. Also lief ich dorthin, um damit zu spielen. Okay, Puppenspiel wieder. Wird wieder Puppenspielfolge. Ich will aber erst meine Tasche haben. Wir springen, was sollen entwickeln? Ich hab doch keine. Egal. Zurück. B. Ich will das Foto jetzt nochmal sehen. 21. Juli. Lapo ist tot. Sie schossen mir in den Rücken, als ich seine Leiche entdeckte. Ich dachte, dass ich... Ja, stopp. Das ganze Tagebuch schauen wir am Schluss an. Ich wollte die Fotos ansehen. Fotos? Tasche, Karten... Nein, wo war denn das? Hier schließen. Hier schließen. Bei M, da war Album. Okay. Das Foto habe ich gar nicht drin. Okay. Gut. Wo habe ich denn das hingeworfen?
Liegt es da nur am Boden irgendwo? Egal. Pumpenspielfolge wieder. Na gut. Okay. Ach, hier ist meine Tasche. Pierre. Aber nett von den Soldaten, dass die da so ordentlich hingehängt haben. So. Ach, gib mir mal Feuerzeug wieder. Da. Bitte hin. Hier rauf. Gehen wir jetzt wieder irgendeinen Geist oder so oder irgendwas passiert. Nein. Die Stimmung ist schon bedrückend. Mir ist immer total irre, muss man so Mama sagen. Ist bei meiner Geburt fast gestorben. Das ist es, was mir von den Geschichten meiner Mutter, meiner Oma und meines Vaters in Erinnerung geblieben ist. Ich kann mich an wenig bis gar nichts von meiner Kindheit zu Hause erinnern. Ich muss es trotzdem versuchen. Vielleicht finden sich genau dort die wichtigen Ereignisse, die ich kennen sollte. Okay. Ja, Puppenspielfolge. So. Wie geht es Ihnen, gnädige Frau? Ich spüre einen stechenden Schmerz. Kann man das nicht überspringen irgendwie? Brauchen Sie etwas? Ich kann es spüren. Es ist soweit. Fenster öffnen. Nur gut. Na? Ah, hier Telefon. Telefon. Da war doch gerade Aktionsmöglichkeit. Ah, hier. Okay, Handtuch war's. So. Handtuch weglegen. Wird eine Puppenspielfolge. Super. Alles ist vorbereitet. Hilfe! Irgendwas stimmt nicht! Erich, Hilfe! Irene, geht es nicht gut? Ach, jetzt bin ich auch nur der Erich. Heißt er. Guten Tag, bin da. Erich hat keine Tonspur. Ich werde immer schwächer. War doch gerade. Ja. Wo war denn die Interaktion hier irgendwo? Telefon benutzen. Ja, Doktor, beeilen Sie sich. Ja, warum habe ich keine Tonspur hier? Da, Doktor. Guten Tag, bin da. Sorge dich nicht, Irene, der Schmerz ist natürlich. Pressen, Irene, pressen. Echt jetzt? Okay, war nicht so erfolgreich hier. Pressen, Irene, pressen. Okay. Hallo? Ich kann hier einfach nichts machen. Ich hämmer doch auf die Tasten ein, wie nochmal was.
Ja, ist ja gut. Pressen, Irene, pressen. Ja, super. Hat super funktioniert. Das linke und rechte pressen, Maustaste Irene, anstatt... Pressen. Es ist halt schon ziemlich... Steuerung wäre super. Ja, komm. Pressen, Irene, pressen! Ach, abwechselnd, alles klar. Okay. Mach mal. Da, wunderbar. Das Baby ist da. Wie geht es dir, mein Schatz? So. Nun? Alles wird gut. Okay. Arme Mama. Sie hat so gelitten. Ich habe sie so sehr verletzt, schon seit ich geboren wurde. Wo ist die Mama? Wo? Ach, sprechen. Hunger. Mama, ich hab Hunger. Nein. Doktor, beeilen Sie sich. Irene ist krank. Bitte? Die Tonspur war aber jetzt nicht die richtige. Ja, dann machen wir das alles durch. Mama, ich hab Durst. Du hast gerade etwas getrunken, Jammerlappen. Jetzt stimmt's wieder. Okay, so, was wollen wir jetzt? Mama, ich muss mal. Und? Was soll ich dagegen tun? Haben sie schon gern, die zwei, ne? Mama, ich bin müde. Das reicht. Geh in dein Zimmer. Okay. Nun nehmen wir natürlich mit. Da. Geh mir aus den Augen. Ich kann dich nicht mehr ertragen. Okay. Wie kannst du es wagen? Dafür wirst du bezahlen. Was ist denn hier los? Alle wahnsinnig. Meine Hände reichen nicht aus. Dieses Mal musst du es richtig lernen. Tut mir leid, Mama. Das war ein Unfall. Bitte schlag mich nicht. Was ist... Da. Okay. Tut mir leid, Mama. Das war ein Unfall. Bitte schlag mich nicht. Okay. Habe ich andere Möglichkeit? Nö. Guten Tag. Dumm. Dumm. Irgendwas ist doch... Also mit der Julia... Stimmt was nicht. Gibt's die Julia überhaupt? Das ist nur ein Spiel. Ist es nur ein Spiel? Ich glaube, die Frau sagte, dass meine verlorenen Erinnerungen am Ort meiner glücklichen Kindheit wieder auftauchen werden. Glückliche Kindheit? Dies ist der einzige Ort, an dem ich jemals wirklich glücklich gewesen bin. Sind das also meine Erinnerungen? Ist das wirklich mein Leben?
Jetzt sind sie wieder zu zweit. Ja, Martha hat natürlich keine Tonspur, weil... Geh jetzt mit deiner Schwester spielen. Ja, mach mal. Julia, spiel mit deiner Schwester. Okay. Da. Bringen wir einen Krug in den Moment. Okay, ich nimm einfach die blödestmöglichen Aktionen jetzt. Ja, schon Puppentheater spielen müssen, dann. Tut mir leid, Mama. Ich habe es nicht absichtlich getan. Ja, war ein eindeutiger Unfall. Ich glaube dir nicht. Du versuchst dich über mich lustig zu machen. Natürlich. Das hast du absichtlich gemacht. Was hast du dazu zu sagen? Nix. Ich bin wütend auf dich. Ich werde dir Manieren einprügeln, du dummes kleines Gör. Okay. Komm mit! Jetzt! Es ist aber schon drauf ausgeklickt, ne? Man hat jetzt nicht so wirklich... Tut mir leid, Mama, es tut mir so leid. Komm mit. Man hat nicht so wirklich Alternativen. Wahrscheinlich schon, aber man wird eigentlich immer klagen. Ich werde dich in deine Schranken weisen, Gör. Okay, was ist hier los? Okay, aber es sind ja keine Erinnerungen, sie spielt sie einfach, ne? Tut mir leid, Mama. Ich werde es nicht mehr tun. Versprochen. Zu spät. Diese falschen Tränen werden dir nicht helfen. Steh still! Oh nö, nicht den Hund. Oh. Ich gebe dir gleich einen guten Grund zu bellen. Oh nö. Lass meinen Hund in Ruhe. Lass meinen Hund in Ruhe. Ja, ich muss es, oder? Muss ich machen. Mag aber nicht. Ja. Ich kann nichts anders machen. Oh. Es bringt nichts zu schreien, dummes Girl. Nein, Mama, bitte. Ein krasses Puppenspiel irgendwie, ne? Du bist verrückt. Ja, Julia, eigentlich bist du so ein bisschen irre. Sicher. Jetzt zeige ich dir, wie verrückt ich bin. Oh oh. Hilfe, Papa! Hilfe! Halt! Schreien bringt nichts. Dein Vater ist nicht da, wie immer. Ist das... Es ist echt krass gerade. Nein. Ich habe aber auch keine anderen Handlungsmöglichkeiten. Und immer dran denken, das ist das, was die Julia hier gerade spielt. Nachdem es alle umgebracht hat und so. Ich sagte es. Psch.
Errungenschaft der Teufel. Vielen Dank fürs Ansehen. Servus, tschüss. Zum nächsten Mal.